herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir sind immer noch mit unserem Bär hier unterwegs, haben den Schatz geborgen und ja, haben jetzt als nächstes die Suche nach dem Schwert noch offen. Genau, eine Nebenquest, die wir hier noch gefunden haben, als wir auf Schatzsuche waren. Der arme Ork wartet auf uns, dass wir endlich sein Schwert finden. Dazu müssen wir noch einmal hier so quer einmal durch. Mal gucken, ob das funktioniert. Mehr oder weniger. Genau, und dann können wir... Lass mich doch einfach in Ruhe. Wir könnten es doch so einfach haben hier. Okay, der haut ab. Dann haben wir jetzt hier noch den Bogenschützen hier. Den kriegen wir auch eben so klein. Zack. Achso, da ist noch jemand. Ja, super. So. Den hätten wir. Aber es geht natürlich noch weiter. Eigentlich wollen wir ja nur hier zum Schwert. Also wieder raus aufs Pferd und weiter geht der Spaß. Okay, dann folgen wir jetzt mal hier dem Weg. Dann sollten wir relativ entspannt dahin kommen. Genau. Tja, was fehlt eigentlich noch auf der Map? Zwei Aussichtsorte, ein, was ich nicht ganz genau weiß, ein Schnellreisepunkt und eine Hauptquest. Genau, ne, das ist ja dann entsprechend, dass wir dann die Mannschaft ja zusammengesammelt haben und dann auf den großen Beutezug gehen können. Mal gucken, ob wir das in dieser Folge schaffen oder in der nächsten, je nachdem, was wir jetzt hier noch finden müssen. So, wir sollen jetzt helfen, das Schwert zu finden. Wird das hier dann angezeigt oder muss ich das so sehen? Das ist nämlich mal so und mal so. Manchmal kommt ja der Marker, wenn man in der Nähe ist. Und manchmal muss man eben genau hingucken. Hatten wir hier noch ein paar genauere Infos zum Schwert, wo er das gelassen hat? Was haben wir hier? Ein Zinnflöz. Hier steht er nicht mehr, oder? Doch. Dort drüben hatte ich einen furchtbaren Kampf mit ein paar Monstern. Na, hier ist ja noch so ein Trinkschlauch. Das nehmen wir auch nochmal eben mit. Ja, Monster, ich folge. Geht ohne mich weiter. Ich, hab hier drüben noch was zu erledigen. Ist klar. Da ist das Schwert. Sehr schön. So, du Gott, bitteschön. Der Anblick des alten Schwerts meines Vaters erfüllt mich mit Tapferkeit. Ich werde das schaffen, denke ich. Was macht ihr hier drüben? Ich, war gerade dabei, den Köder vorzubereiten. Ohne den wird die Bestie nicht aus dem Wasser kommen. Zumindest hat Mutter das gesagt. Nun, hier ist euer Schwert. Was kommt als nächstes? Jetzt locken wir das Monster raus und töten es. Einfach, oder? Ich hoffe wirklich, dass das Mutter meine Tapferkeit beweist. Ich bin bereit. Na dann mal los. Bitte bleibt in meiner Nähe. Ups. So, dann mal los. Obacht! Diese Schlammkrabben sind gefährlich. Ist das Todeszahn? Das ist Todeszahn. Da ist es. Viel Glück. Ja.
das war Todeszahn. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir haben ja hier einen Rohlederwams. Okay, da sind wir schon gut ausgestattet. Und bei den Eisenbeinschienen, ja, jetzt leicht oder schwer. Ich hätte gerne mittlere Rüstung. So. Habt ihr gesehen, wie groß dieses Ding war? Und diese Zähne? Nun, jetzt ist es tot. Und ihr habt es überlebt. Ich kann es nicht fassen, dass ich mein Schwert schon wieder verloren habe. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will ein Krieger werden und Mutter stolz machen. Aber ich liebe doch auch das Schmieden. Was meint ihr? Soll ich ein Krieger werden? Oder ein Schmied? Wir werden ihn jetzt mal nicht in seinen Untergang bringen. Ihr seid einfach nicht für den Krieg gemacht. Hört auf euer Herz und stellt Waffen her. Ihr sagt es. Ich kämpfe nicht mehr. Ich werde Waffen für andere herstellen. Daran wird sich Mutter einfach gewöhnen müssen. Vielen Dank für alles. Gut, perfekt. Ich bin hier fertig. Sucht mich in Hundingshafen auf. Alles klar. So, jetzt können wir genau ins Versteck. Der Karte hier lohnt sich auch einfach keine Schnellreise. Da oben ist noch Hughes Fluch. Frag mich, ob wir dann da jetzt noch hingeführt werden mit der letzten Mission. Na, wir werden es erleben. Ding. Die Arbeit formt. Es ist schön, euch in einem Stück wiederzusehen. Heda, der Kapitän sucht euch. Warum? Was ist los? Dank eurer Arbeit können wir mit dem Ding loslegen. Wir haben sogar ein paar zusätzliche Seeleute, die lautstark fordern, sich unserer Mannschaft anschließen zu dürfen. Ihr solltet oben mit dem Kapitän sprechen. Ich werde gehen und mit ihr sprechen. Machen wir das mal. Die Spitze der Spitze. Da seid ihr ja wieder. Habt ihr jemanden gefunden, der uns bei diesem Beutezug helfen kann? Wir kommen voran. Ha! Ich wusste, dass ihr es schafft. Wer braucht schon die alte Mannschaft, diese Verräter, wenn ihr uns helft? Genau. Wer braucht die schon? So. Spitze der Spitze. Auf geht's. Wird bestimmt gut. Wir haben eine legendäre Mannschaft. Höchste Zeit, Geld zu verdienen, nicht wahr? Ich stimme zu. Was jetzt? Jetzt können wir mit der echten Herausforderung beginnen. Dem Beutezug. Das Ziel ist Bosek. Dieser schleimige Bastard wird endlich bekommen, was er schon lange verdient hat. Wir werden ihm seine Transportlogbücher stehlen. Seine Transportlogbücher? Wirklich? Seine Transportlogbücher sind der Schlüssel zu einem Vermögen, mein Freund. Darin sind Aufzeichnungen über jedes Schiff, das hier angelegt hat. Jede Ladung, die hier gelöscht wurde. Und jedes bisschen Schwarzgeld, das Bosek eingestrichen hat. Wie macht uns das reich? Diese Aufzeichnungen sind ein Vermögen für König Faharajat wert. Sie sind der schriftliche Beweis, dass Bosek die Befehle des Königs missachtet und nicht damit aufgehört hat, bretonische Handelsschiffe zu überfallen. Wenn diese Papiere in seinen Händen sind, kann der König drohen, Bosek zu vernichten, falls er sein Treiben fortsetzt. Der König hat eingewilligt, euch für sie zu bezahlen? Auf jeden Fall. Sein Gesandter steht jetzt schon am Dock und wartet. Sobald wir ihm die Transportlogbücher aushändigen, gibt er uns ein Vermögen in Gold. Das Problem wird nur sein, in Boseks Palast zu gelangen, um die Logbücher zu stehlen und wieder mit ihnen dort rauszukommen. Das ist eure Aufgabe. Wie mache ich das? Als erstes müsst ihr euch die Verkleidung eines Dieners besorgen, um in den Palast zu kommen. Die Papiere in der Kassette sind in der obersten Etage. Bosek hat den einzigen Schlüssel. Schüttet dieses Pulver in sein Getränk, dann schnappt euch den Schlüssel. Und dann? Die Kassette wird ständig bewacht. Die Wache ist zwar nicht allzu helle, aber der Mann wird trotzdem Alarm schlagen, wenn jemand versucht, die Kassette zu öffnen. Kümmert euch unauffällig um ihn, ohne Blutvergießen.
Bis ihr mit den Papieren zurück seid, haben Lambor und ich das Schiff fertig zum Ablegen gemacht. Ich bin bald wieder zurück. Okay, wir sind durch in der Verkleidung. Wir können jetzt nochmal mit allen sprechen. Oh, ja, hallo. Das ist faszinierend. Wusstet ihr, dass die Dwemer Geräte zum schnellen Zerkleinern von Obst hatten? Neramo, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Ich kann vielleicht meine Hilfe bei der Wache anbieten. Ihr wollt lautlos mit ihm fertig werden, richtig? Wie sieht eure Idee aus? Ich habe dieses Gerät aus Shepper ausgebaut. Wenn man es drückt, löst es einen betäubenden Schock aus. Wenn ihr es für mich testen würdet, vorzugsweise am lebenden Objekt, wäre ich euch sehr dankbar. Ich nehme es gerne. Danke, Neramo. Lasst mich wissen, falls es noch irgendwelche Nachwirkungen gibt. Vor allem Zuckungen. Ich bin recht interessiert an diesen Zuckungen. Ah, das wird schon. Ein herrlicher Tag für eine Bootsfahrt, nicht wahr, mein Freund? Besonders, wenn ich dadurch von diesem Felsbrocken hier wegkomme, bevor Bosek mir den Kopf abschlägt. Jakan, könnt ihr mir helfen, an Boseks Kassette heranzukommen? Bosek hat den Schlüssel immer um den Hals. Das wird ein Kinderspiel, ihn zu stehlen. Ich hole den Schlüssel von Bosek. Trefft mich hinten. Klingt gut, Jakan. Holt eure Verkleidung und trefft mich hinten. Überlasst Bosek mir. Also wäre doof, jetzt hier nicht die Hilfe anzunehmen, die ja anbieten, weil, ich meine, wozu haben wir denen geholfen? Wir sind ja ein ganz schön bunter Haufen, nicht wahr? Was haltet ihr von Kapitän Kalins Plan? Sie hat recht. Ihr werdet eine Verkleidung brauchen, um auch nur in die Nähe von Bosek zu kommen. Zum Glück habt ihr mich. Gebt mir nur Bescheid und ich kann dafür sorgen, dass beim Palast die Kleidung eines Dieners für euch bereit liegt. Danke, Lirissa. Ich nehme eure Hilfe nur allzu gerne an. Mit Vergnügen. Trefft mich draußen vor dem Palast. Ich werde etwas Besonderes für euch aussuchen. Okay, cool. Ganz richtig, Meryl. Aber zumindest ist was dabei. Geht, wenn ihr wollt. Ich bleibe hier und warte auf ein Schiff. Friede, Meryl. Es gibt keinen Grund für solche Worte. Ich bleibe hier und bete weiter um Geduld. Okay, besorgt eine Dienerverkleidung. Das heißt, wir müssen jetzt hier Richtung Palast gehen oder reiten. Doch. Okay, da hat jemand Stress. Ein Clown erwischt worden oder was? Können wir noch einfach so vorbeigehen. Sehr gut. Na, sieh an, wer da zu Besuch kommt. Habt ihr eine Verkleidung für mich gefunden? Oh ja. Probiert mal diese an. Ich bin sicher, sie wird euch passen wie angegossen. In der Zwischenzeit werde ich meine Durchsuchung des Palasts fortsetzen. Okay, dann werden wir sie mal anziehen. Passt das. Ja, bei den Waffen auch sehr unauffällig. Ach, wir müssen unten fragen. Okay. Böse Monde bestimmen mein Schicksal. Bei Onsis Knochen. Was denn jetzt? Habt ihr Oberhaupt Bosek gesehen? Hat euch auch angeschrien, oder? Er ist gerade da rausgegangen, um sich mit den neuesten Schlampen vom Festland zu vergnügen. Beeilt euch lieber und schenkt ihm nach. Ihr wollt ganz sicher nicht, dass er auf dem Trockenen sitzt. Mein demütiger Diener, gerade rechtzeitig. Was ist mit Bosek passiert? Mein lieber Freund Oberhaupt Bosek erholt sich von seinem Intermezzo mit diesen beiden lieblichen Damen. Mit denen hat man alle Hände voll zu tun. Und man weiß gar nicht, wo man als erstes hingucken soll. Warum bringt ihr den Schlüssel des guten Oberhaupts nicht zur sicheren Verwahrung nach drinnen? Das werde ich tun.
Na, das läuft doch hier alles wie am Schnürchen. Okay, jetzt müssen wir nur noch Bosek's Kassette finden. Die Frage ist jetzt wieder, ist das hier oder ist das oben? Wir gucken mal oben. Ah. Huch. Ach, das war unsere Gedöns. Und ja, er scheint auch zu zucken. Das geben wir natürlich gerne weiter. Okay. Das war ja gar nicht mal so schwer. Die Spitze der Spitze. Kalin wird erfreut sein. Okay, auf zu den Docks. Dann werden wir jetzt mal unsere Kleidung wieder ausziehen. Mal gucken, ob denn jetzt alles glatt geht oder ob hier noch eine böse Überraschung auf uns wartet. Denn bisher lief ja eigentlich alles zu gut. Irgendwas ist ja eigentlich immer. Werter Freund, willkommen zurück. Bringt ihr gute Neuigkeiten? Hier sind die Transportlogbücher, Kapitän. Hier, Tarwab, die Schiffsbücher, die Boseks Missachtung der königlichen Dekrete belegen. Kommt, Zeit zu gehen. Ach, wir segeln mit. Oder wo gehen wir jetzt hin? Hoch mit euch. Alle Mann an Deck. Bereit zum Ablegen. Ja, wir fahren weg. Schepper. Endlich. Zurück nach Bethnik. Ich habe meinen Clan vermisst. Sprecht mit der Mannschaft, bevor wir nach Bethnik aufbrechen. Lernt sie kennen. Das wird eine lange Reise. Nun gut, ich werde die Mannschaft kennenlernen. Wenn es eine Sache gibt, die mich Meister Kassan gelehrt hat, dann ist es, dass man am Leben bleibt, wenn man sein Schiff und seine Mannschaft kennt. Scheint, als ob ihr eines Tages ein guter Kapitän werdet. Aber ihr werdet euer eigenes Schiff finden müssen. Ist das so? Okay, können wir jetzt hier noch mit irgendwem sprechen? Nö, eigentlich ist jetzt hier zumindest nichts mehr markiert. Dann können wir auch aufbrechen. Hervorragend. Jetzt wurde mir befohlen, Neramo auf seiner nächsten Irrfahrt zu begleiten. Zumindest sind die Getränke frei. Ah, nur am Jammern hier. Sprecht mit der Mannschaft, bevor wir nach Bethnik aufbrechen. Lernt sie kennen. Das wird eine lange Reise. Ich bin bereit aufzubrechen. Setzen wir die Segel. Dann brechen wir nach Bethnik auf. Eine Orkinsel, die dem Bündnis noch nicht beigetreten ist. Ich hoffe darauf, das zu ändern. Lambur freut sich, nach Hause zu kommen. Sie wird sich vielleicht mit etwas Ale bei euch bedanken wollen. Mein Rat? Schafft ihr 6 Krüge, werdet ihr eine Freundin fürs Leben haben. Na dann, auf nach Bethnik ins Orkgebiet, okay. Bethnik. Da wären wir. Oh,
Das ist hier nochmal so groß. Okay. Jetzt einmal zur Orientierung, ne? Hier ist Genumbra, die Ekre-Wüste. Das ist ein Minus. Müsste dann ja auch hier unten eigentlich irgendwo sein. So aus reinem Interesse. Okay, hier gibt es zwei Gebietsquests. Alles klar. Als meine Besatzung Verrat beging, dachte ich nicht, Betnik jemals wiederzusehen. Es fühlt sich gut an. Was nun? Geht in die Stadt und holt euch was zu trinken. Das ist unser Zuhause. Und wir werden eine Weile hier sein. Hier ist euer Anteil an den Einnahmen durch unseren Beutezug. Dankeschön für eine schwere Rüstung. Vorsichtig hier. Diese Orks sind noch kein Teil des Bündnisses, aber ich arbeite daran. Ihr könnt euch gerne in der Steinzahnfestung umsehen. Vielleicht trefft ihr einen netten Ork. Warum sollten sie sich dem Bündnis anschließen? Sie sind keine Narren. So stolz der Clan der Wellenbrecher auch ist, er kann die zahlenmäßige Überlegenheit des Bündnisses nicht leugnen. Und sie verdienen einen Haufen Münzen, indem sie Waffen an unsere Allianz verkaufen. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet auf diesem Orkgebiet. Das ist mir gerade überhaupt gar keine Quest. Helft ihr jemandem in Nöten? Kann ich nicht. Ihr braucht eure Waffe nicht zu ziehen, Neuankömmling. Gut, dass ihr mit Kapitän Kalin hierher gesegelt seid. Außenseiter sind auf Betnik nicht willkommen, besonders im Moment nicht. Warum nicht? Luthorn-Kultisten haben die Festung angegriffen. Ihr habt Glück, dass ihr nicht ausseht wie sie, sonst hättet ihr schon einen Speer im Bauch. Sieht aus, als wäre der Angriff gescheitert. Natürlich. Wir haben die meisten abgeschlachtet. Der Rest ist geflüchtet. Sie haben dem Häuptling etwas gestohlen, aber das bekommen wir schon zurück. Den Rest erledigen wir, sobald Häuptling Tatsgol die Armee zusammengetrommelt hat. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt Lambur. Ich ziehe los, um sie zu finden. Okay, der Plan der Blutdornen. Sprecht mit Lambur, okay. Dann, ja, gehen wir da jetzt einmal hin. Bin ich noch, weil hier steht, dass wir den Schrein noch nicht entdeckt haben. Auf der Karte war er aber schon als markiert. Ne, haben wir schon. Wie auch immer. Okay, dann müssen wir jetzt hier einmal irgendwo höher. Folgen wir dem Weg hier ganz unauffällig. Was ist da noch? Langanak? Keine Ahnung. Achso, dann würde ich eigentlich ganz gerne hier nochmal eben... Nee, da nicht. Da nochmal schauen. So, das haben wir geschafft. Achso, nee, wir sind ja hier im... Genau, Strossenkai haben wir geschafft. Dann geht's jetzt mit Betnik weiter. Das ist 1,01. Die Zuflucht. Da weiß ich aber nicht, wie wir dahin kommen. Das kann ich nicht sagen. Ich meine, das kommt erst, wenn wir dann auf der nächsten Karte sind, weil dann kommt ja jetzt hier Dolchschutzbündnis, Glenumbra. Ich denke, da wird es dann kommen, weil da auch unsere Hauptstadt ist mit Dolchsturz. Genau, da geht es dann richtig los. Das war Teil eines größeren Plans. Da bin ich mir sicher. Was ist geschehen? Der Blutdornkult hat die Festung angegriffen. Sie wurden zwar zurückgeschlagen, aber sie haben eine bretonische Schriftrolle gestohlen, die Orks vor langer Zeit gefunden hatten. Häuptling Tatsgol denkt, der Angriff sei ein Fehlschlag gewesen. Doch ich bin mir da nicht so sicher. Was meint ihr? Die Kultisten zogen sich nach dem ersten Ansturm zurück. Sie kamen nur her, um diese Schriftrolle zu stehlen. Da bin ich mir sicher. Aber warum? Haben sie uns eine Falle gestellt? Wir müssen es herausfinden, bevor der Häuptling sich zum Angriff entschließt. Wie kann ich helfen? Beginnt bei Schamanin Laganak. Sie hat die Rituale der Blutdornen in den zerschliffenen Hügeln beobachtet. Sie wartet am Langhaus südlich von hier. Es wurden auch Kultisten nördlich von hier in Moriseli und westlich in Düsterfeld gesehen. Was könnt ihr mir über Moriseli erzählen?
Es ist eine Aleiden-Ruine. Vor Jahren haben uns bretonische Banditen angegriffen. Eine Patrouille in Unterzahl konnte wochenlang durchhalten, bis sie ausgelöscht wurde. Später hat unsere Armee die Banditen vernichtet. Es ist wirklich nur eine Ruine. Ich weiß nicht, was die Blutdornen damit wollen. Was ist mit Düsterfeld? Das ist ein unheilschwangerer Name. Es ist ein Friedhof. Keiner von unseren. Ein bretonischer. Als wir die Insel vor Hunderten von Jahren erobert haben, hat Kriegshäuptling Özgol ihn aus Respekt vor unseren Feinden unberührt gelassen. Wir schänden keine Gräber, so wie es der Blutdornkult macht. Viele frische Leichen. Was wisst ihr über die zerschliffenen Hügel? Größtenteils ist es eine Wildnis. Es gibt Aleiden-Ruinen, aber sie wurden schon lange geplündert. Ich weiß nicht, was die Blutdorne dort wollen, aber Laganak könnte mehr wissen. Okay. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir der ganzen Sache hier dann einmal nachgehen.